Stift, Geras. Am Ortsende von Geras in Schotterweg. Feldweg zur Hauptstraße. Weg nach Kotown. Fahrt zum Bergwerksee. Beim ehemaligen Bergwerksee hat sich die Natur zurückgekämpft. Der untere Teich in Riegersburg. Dann rechts in die Landesstraße nach Mallersbach hinauf. Radweg nach Heufurt. Abzweigung in Schotterweg nach Fronsburg. In der Folge kann man gerade den Feldweg nach Fronsburg weiterfahren. Ranch mit Wildgehege und Reblausexpress. Das große Wildgehege der Ranch. Die Gleise der Nostalgiebahn Reblausexpress. Der Reblausexpress fährt von Retz über Geras nach Drosendorf. Wir fahren ins Anglerparadies Hessendorf.
Hier gibt es mehrere Teiche zum Angeln oder auch zum Rasten. Die Radlerrast im Anglerparadies Hessendorf. Der Schotterweg nach Geras, den wir schon vom Tourenstart her kennen. Der Klosterteich mit dem Stift Geras.